Warte, das gegönnt. G steht für gönnen. Enchanté. Herzlich willkommen zurück bei Jo's Easy Kitchen. Ich bin der Jo, hinter der Kamera ist der. Und wir kommen heute mal wieder an beim Tipp der Woche. Heute machen wir sowas wie ein One-Pot, nur wir machen One-Pan, würde ich sagen. Dafür brauchen wir Reis. Ich habe hier noch ein paar so Mini-Shrimps, Erbsen, Karotten, Knoblauch. Stimmt, Eier. Eier darf ich nicht vergessen. Und Eier. Heute mal wieder edel das Weinglas auf dem Tisch. Heute wieder dekadent unterwegs. Heute wird gegönnt. G steht für gönnen. So, was brauchen wir jetzt natürlich noch für das Ganze? Oder was heißt, was brauchen wir? Wo starten wir? Ich habe jetzt hier unsere Karotten. Die schäle ich jetzt und schneide ich ganz schnell klein. So, habiere ich die erstmal. Schneide mir hier so dünne Scheiben raus. So, warte mal ganz geschwind, weil unser Wasser hinten kocht schon. Mache ich hier unseren Reis rein. Da habe ich so einen Himalaya Basmati oder so heißt der. Kommt der daher oder? Ich glaube, der wurde im Himalaya Gebirge abgetragen. Keine Ahnung. So, kurz aufgekocht. Jetzt stellen wir den von der Temperatur runter. Den lassen wir jetzt ungefähr so 10 Minuten nebenbei ein bisschen köcheln. Deckel drauf. Und immer wieder natürlich umrühren. Eigentlich ist es ein komplett entspanntes Gericht. Da könnt ihr euch auch Zeit lassen. Wie gesagt, ich habe jetzt den Reis rein. Der braucht jetzt ungefähr so 10 Minuten. So nach 5 Minuten oder besser gesagt. Seht ihr die Erbsen? Das Erbsenwasser kocht jetzt. Kann ich die auch schon mal reintun. Lass die ein bisschen aufkochen. Und die braten wir dann nachher nochmal in der Pfanne mit an. Endlich kann man auch mal ein bisschen den Knoblauch klein machen. Schön zu drücken. Falls es euch natürlich mal interessiert, wie man Dinge richtig schneidet, was für eine Technik dahinter steckt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob es euch interessiert, mal wirklich nur ein Schneidetechnik-Video zu sehen, wie man Obst und Gemüse wirklich richtig schneidet. So, die Erbsen waren jetzt so 3 bis 4 Minuten drin. Kurz abschrecken mit kaltem Wasser. Das machen wir aus dem Grund, weil wir die Garung stocken wollen, weil wir das nachher nochmal anbraten und wenn es jetzt noch weiter gart, wird oder stocken. Stocken. Man stockt die Garung. So wie Stockbrot. Ja, bei Ei stockt auch das Ei während der Garung. Das also ist ein Zustand, wo das stoppt, dass die Garung stoppt. Also wird's fest. Ja. oder halt matschig. Wenn es jetzt halt weiter gart, wird es halt matschig. Jetzt ist es noch eine gewisse Feste dahinter. Okay. So, immer schön zwischendrin rumrühren. Wichtig. Also, Pfanne ist jetzt heiß. Erstmal die Karotten rein. Das ist unser Hartgemüse, das braucht am längsten. Deswegen immer als erstes das Gemüse, was am längsten braucht, reintun. Macht Sinn. Heute sind wir mal wieder richtig gut drauf. Wir brauchen die Weisheiten des Todes. Ich schwör's dir, nächstes Video weißer Bart Gandalf. Ey. Weiter geht's im Schuhkarton. Kurz angebraten. Kommen die Erbsen dazu. Kommt jetzt der Knoblauch dazu. Das können wir jetzt schon mal würzen mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Easy. Optimal. Reis fertig. Aus dem Topf raus. So, dann haben wir hier unsere Shrimps. Machen wir die mit dazu. Die sind ja schon vorgekocht, deswegen geht es jetzt darum, die einfach mal aufzuwärmen. Das Fruchtfleisch, sage ich schon. Das Fleisch wird dann dementsprechend hart. Easy peasy. Ein bisschen knusprig. Den Reis haue ich noch mal ganz kurz hier rein. Drauf. Dann gart er noch mal ein bisschen nach. Gucken, bis die fertig sind. Und dann geht es weiter im Schuhkarton. So, und jetzt mache ich das Ganze hier auf die Seite. Weil wir wollen ja so ein One-Pan-Ding machen. So, jetzt machen wir den Reis hier rein auf die Seite. Und das Ei schütte ich jetzt hier über den Reis drüber. Mal Schritt für Schritt gucke ich, dass das Ei sich mit dem Reis verbindet. Und dazu habe ich jetzt noch mal einen Schluck Sojasauce drüber. Dann muss ich es jetzt auch nicht mehr so viel würzen, weil hier ist ja schon Gewürz dran. Hier in dem Reiswasser war ja vorher auch ein bisschen Salz mit dran. Und dann, wenn es so langsam anzieht, könnt ihr das richtig schön alles miteinander vermengen. Und fertig ist unsere Pfanne. Freunde. Der Vino ist im Glas. Und ich glaube, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, ne? Denn ich habe einen Special Guest am Start. Komm mal bitte rein. Das ist mein guter alter Freund Manu. Schaut bei seinem Kanal vorbei. Project History. Wenn ihr Interesse an Lost Places oder Auto umbauen angeht. Sprachen lernen. Dieser junge Mann macht richtig geile Videos. Und Manu, jetzt probieren wir mal. Du bist das erste Mal da auf meinem Kanal. Eingeweiht wirst du mit einem ordentlichen Bissen, würde ich sagen. Der Löffel gehört dir. Du darfst die erste Meinung zu dem Ganzen abgeben. Probier's doch. Richtig gut. Sehr gut gemacht. Und wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht?
20 Minuten, ja. Maximal. Maximal. Also für den Tipp der Woche. Auf völlig entspannt. Ich muss Skala von 1 bis 10. Also auf jeden Fall eine 9,5. Das ist ein geiler Student. Geil. Easy, Leute. Und wenn wir jetzt schon so an dem Punkt sind, würde mich mal echt gerne interessieren. Ich habe geplant, ein neues Format zu bringen, in dem ich eure Rezepte nachkoche. Falls ihr das machen wollt, gebt einen Daumen nach oben, schreibt unten in die Kommentare eure Rezepte rein. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei ihm vorbei. Der macht echt geile Videos. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt... Einen guten! Das ist so geil, Mann. Müssen wir eigentlich auch was? Der Film zu können.